Wir kochen heute einen The Taste 7 vs. Wild Staffel 1 Löffel mit den Zutaten, die die Jungs vor Ort hatten. Fisch, Blaubeeren, Himbeeren, Pilze. Bin mal sehr gespannt, wie er denn schmecken wird. Das ist Salz. Da waren ja Pilze drauf, aber die habe ich gar nicht geschmeckt. Boah, das gibt auf jeden Fall Salzschock. Die Mayo hinten dran, muss ich ehrlich sagen. Als erstes nehmen wir die Blaubeeren, aber wir werden sie nicht schnippeln, sondern einfach nur platt drücken und dann in den Topf geben und das Ganze dann aufkochen mit ein bisschen Zucker. Das ist Salz. Und entsprechend süßen. Dazu kommen dann auch noch die Himbeeren, die dann entsprechend noch vorbereitet werden. Ja, und so sieht das Ganze aus. Schön zusammengemanscht. Da kommt jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Müssen wir ein paar gute Stücke aufheben, dass wir das Ganze auch noch schön aussehen lassen können. Ganz wichtig. Wir machen noch ein bisschen Zimt rein. Nicht viel, aber so ein kleiner Hauch. Dann gucken wir mal. Ja, jetzt lassen wir das ein bisschen vor sich hin. Probieren. Schon sehr gut. Während die Blaubeeren und Himbeeren vor sich hin köcheln, werden wir jetzt den Fisch mal auseinandernehmen, dass wir einfach da schön was haben. Für den Fisch werden wir eine geräucherte Forelle benutzen. Und dann werden wir hier reingehen und das Fleisch rausholen, damit wir ein schönes Stück Fleisch haben. Schön an den Gräten entlang. So, das sollte lang. Haben wir schönes Filet uns rausgeschnitten. Wir werden wahrscheinlich die Haut noch benutzen für einen Crunch. Ja, da kann man schön das rausholen. Und hier haben wir auf jeden Fall zwei schöne Stücke, die wir dann auf dem Löffel auch drapieren können. Jetzt gucken wir mal, wie wir den am besten schnippeln, so dass er auch gut drauf passt und wir ein schönes Bild auch haben. Und hier schön auf jeden Fall ein paar Pilzis. Und jetzt werden wir einmal hier ein bisschen gröber schneiden. Wir werden dann später schauen, wir werden das alles anrösten. So, da haben wir auch schöne Pilze. Die werden wir uns auch schon mal vorbereiten. Auch schon mal dann ein kleines Gefäß geben, einfach, dass es aufgehoben ist. So, jetzt holen wir die Pilze, auch ein bisschen kann. Obwohl, die Pilze machen wir nochmal ohne Öl. Auch noch ein bisschen, dann machen wir schnell noch die Haut. Und die Brotkrumen machen wir dann auch gleich. Eingedeckt, das werden wir jetzt aufheben. Ja, einfach nur. Das sieht gut aus. Das kommt unten rein in den Löffel. Und Gewürze, damit das Ganze natürlich auch schmeckt. Und weil es extrem wichtig ist, werden wir auch noch einen Crunch hinzufügen aus Brotkrümeln. Die dürfen gar nicht lange, nur ein paar, nur viele. So. Das sollte schon sein. Und auch noch etwas extra hinzuzufügen, und zwar eine eierlose Mayonnaise. Ja, ich habe keine Eier gerade im Haus, deshalb muss er halt eierlos werden. Aber das wird eine Mayonnaise hochgezogen mit Petersilie, die dann auch noch auf dem Löffel präsent sein wird. Ich muss noch ein bisschen Zitrone rein. Da wir keine Zitrone haben, nehmen wir Limette. Dann kommt noch jetzt natürlich Petersilie rein. Das müssen wir auch noch holen. Natürlich mit Stiel, weil der Stiel hat Geschmack. Also es funktioniert einwandfrei. Das erste Mal, dass ich Mayo hochziehe und das auch noch ohne Ei. What the fuck? Da muss jetzt auf jeden Fall Salz rein. Nehmen wir mal 2 Teelöffel voll. Boah, das gibt auf jeden Fall einen Salzschock. Da wir keinen The Taste Löffel haben, nehmen wir hier den japanischen Suppenlöffel, um das Ganze zu garnieren. Vielleicht sollte ich die sogar halbieren. Ich probiere das erstmal so und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich sie halbiere. Das probiere ich nochmal. Ich bin mal sehr gespannt, ey, wie das jetzt rüberkommt.
Es fehlt Pep. Das Salz kommt gar nicht so krass rüber, wie ich es gedacht hätte. Kann man sogar ein bisschen mehr machen. Also man muss echt, was das angeht, habe ich jetzt gelernt, man muss echt krass Geschmäcker reinbringen, weil ich habe die Mayo sehr salzig gemacht. Aber man schmeckt die Mayo kaum durch das Süße. Also es ist krass. Ich habe jetzt extra mehr Mayo drauf. Also das muss man sich merken. Vorher die Löffel auf jeden Fall probieren, weil ohne das, ganz ehrlich, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das so ist. Sieht halt aus, also es ist nicht der hübscheste, aber was willst du? Aber es ist okay, es sieht nicht so schlecht aus. Also ehrlich, ist okay, fürs erste Mal einen Löffel machen. So sieht also der Löffel aus. Ich hoffe, ihr kennt das gut. Ja, okay, wirkt ein bisschen überladen, der Löffel, aber wir schauen uns den mal an, ne? Riecht auf jeden Fall Fisch. Bin mal sehr gespannt. Himbeere, Blaubeere ist drin, Fisch ist drauf. Also die wichtigen Sachen, auch Pilze sind drauf, also von daher. Riecht auf jeden Fall sehr lecker und ich bin mal sehr gespannt, wie er denn schmecken wird. Mhm. Süße kommt durch. Ich vermisse so ein bisschen die Mayo hinten dran, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist ein guter Löffel. Ich bin überrascht, dass er nicht wirklich komisch schmeckt. Fisch und Blaubeeren und Himbeere. Aber ist lecker. Crunch ist auch da. An manchen Stellen vielleicht sogar ein bisschen zu viel Crunch. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, man hat so ein bisschen Müsli an manchen Stellen. Aber nur die Pilze. Also da waren ja Pilze drauf, aber die habe ich gar nicht geschmeckt. Muss schon sagen, ich bin überrascht über die Kombination. Hätte das so nicht erwartet. Eine kleine sozusagen Marmelade unten drin, wo der Fisch dann tatsächlich in der Menge, wie er jetzt ausgewählt wurde, auch passend ist. Er ist jetzt sozusagen der dominante Part. Den Seven vs. Wild The Taste Löffel kann man so auf jeden Fall mal machen. Interessant auf jeden Fall und darüber hinaus sogar noch lecker.